Eigentlich müsste ich ja endlich mal anfangen, den Decoder in meine andere Block einbauen. Aber das Problem ist, dass diese schöne Lok die 023040-9, unsere deutschen Bundesbahn, der vordere Motor nicht geht. Auch mit dem Licht müssen wir was schauen. Also werde ich einmal mich über diese drüber trauen. Was bedeutet, dass wir einmal sie da reingehen. Und nein, ist der falsche Schraubenzieher. Einen richtigen Schraubenzieher holen. Passt. Und dann einmal das da öffnen werden. Das heißt, wir machen mal die Schraube ab. Schraube. Aber mittlerweile müsst ihr ja schon fast wissen, was man schrauben muss. Ich glaube, jetzt hat es funktioniert. Das ist ein bisschen höher, damit es nicht beim dritten auch noch anstoßt. So, passt. Das und da gehört ja der Rauchtender rein. Das Problem, was ich habe, ist, dass er nicht wirklich funktioniert, aber. Schauen wir mal. Was noch ein Problem ist, das ist beim Gehäuse, am vorderen Gehäuse, mit dem Lichter. Dazu müsste ich das Ganze jetzt einmal hier öffnen. Ich muss sagen, nein. Okay. Das gehört nämlich auch noch, der bringt nämlich das Licht nicht bis ganz nach oben. Okay, es funktioniert. Irgendwas noch immer nicht. Und zwar drehen sich die vorderen Reifen nicht. Das heißt, ich muss da vorne noch etwas nachhelfen. So, wir reinigen einmal, weil irgendwie baut es noch immer nicht hin. Wir reinigen einmal die Räder da auch. Weiter. Wurde schon wieder gestört. Wahrscheinlich geht es euch auch so. Ich will was machen, aber das jetzt noch da her. Ah, damit drehen wir so viel aus. Das will ich eigentlich gar nicht. Dafür, das ist einfach nicht das Richtige, aber so ist. Und da auch noch da hinten, damit es sich besser dreht. So, läuft das eigentlich recht locker? Da muss man ja wieder.
weg. So. Ja. Was haben wir noch für ein Problem? Wir haben das Problem, dass man das Licht noch immer nicht sieht. Aber das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Dann habe ich das Problem, dass die ganzen Teile wegflinschen. Das ist auch nicht sehr lustig. So, wir mal schauen, wo was hinkommt. Mal schauen, wo der Teil einmal hinkommt. Dann den tun wir mal da her. Ups. Das schaut eher nach so einer Bremsbacke aus, die rausgeflogen ist. Sick, gell? Ja. Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Witzigerweise sieht man nirgendwo aus der Position. Fehlen. Okay, da fehlt auch nichts. Wo gehört der rein? Und das hat irgendwann einen Stift. Mhm. Ah, das sehe ich schon. Das gehört aber auf die Seite. Okay. So cool die ganzen Teile sind. Natürlich ist das Problem oder die Gefahr, dass diese Teile herausfliegen. Und das sehe ich auch schon, der Teil für da. Das Problem ist nur, wie der gerade irgendwo da reingesteckt mir. Aber wo? Ah, der gerade da unten reingesteckt. Das schaffen wir auch noch. Passt. Passt. Also das funktioniert jetzt einmal. Oh, also Test Nummer 2. Ob wir das Ganze zum Laufen bringen. Was ich jetzt aber wirklich nur schauen möchte, ich habe ja da eine Feder dabei, die sich ausgehängt hat und die will ich wieder einhängen. Und ich nehme an, dass diese Feder sich da reinhängen soll. Das werden wir jetzt mit dieser Nadel probieren. Ah, geschafft. Sehr gut. Ja, mit Geduld und Spucke. So, wir kämpfen. Passt. Jetzt müssen wir da das Ganze wieder montieren. Rein. Und da kommt das rein. Warte, da tun wir das einmal weg. So, die Schraube tun wir mal raus. Die Geigenhalterung, die tun wir da, ja.
so rauf. So, passt. Das haltet das nach unten. Dann wird das da reingesteckt. Müssen wir da das Loch finden. Jawohl. So, die Schraube. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig gesagt, gell? Schraube. Schrauben wir das mal zu. Gut. Passt. Und jetzt da. Mal die Schrauben da mal schauen. Passt. Schauen wir. Jetzt, ob sie fährt. Wie ihr sehen könnt, gleich geht die Dampflok jetzt auch recht schön und fährt auch ganz gemütlich auf der Strecke. Ich habe jetzt nur umgedreht, damit ich dort bessere Aufnahmen habe von der Lichtqualität. Jetzt werdet ihr gleich sehen, wie sie noch im Bahnhof einfährt. Sie stoppt. Sie hat natürlich auch Geräusche. Funktioniert schön, dass beide fahren. Schalten und da auch ausschalten.
Das hat sehr Freude gemacht. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und hallo, ich wollte neu sagen. Und ansonsten, wenn ihr Lust habt, könnt ihr unser Like da lassen. Und wenn ihr vergisst, ich sag's euch, der Like heißt Alex Opi. Moba Opa? Moba Opa. Was? Alex Moba Opa. Ein Abo da lassen, oder was? Ja, Abo da lassen. Leider hat er nicht beim Reparieren der Lok mitmachen können. Das ist noch ein bisschen zu schwer für ihn. Aber er sagt trotzdem danke, dass ihr euch das angeschaut habt. Ja? Ja, warum? Ja, weil das ja auch ist nett. Genau, passt. Tschüss.